Hey, willkommen zur dritten digitalen Mathestunde. Es geht immer noch um Körperberechnungen und die Pyramide. Zuerst ein kurzes Feedback zum ersten Arbeitsblatt. Bei der Berechnung von Längen braucht ihr oft ein rechtwinkliges Dreieck, um den Satz des Pythagoras verwenden zu können. Und ihr müsst dabei ganz genau gucken, ob es sich wirklich um ein rechtwinkliges Dreieck handelt. Ihr könnt nicht irgendein Dreieck nehmen. Also zum Beispiel die Seitenfläche einer Pyramide ist im Allgemeinen kein rechtwinkliges Dreieck, wohl aber die Hälfte der Seitenfläche. Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr ein rechtwinkliges Dreieck habt, dann müsst ihr auch noch schauen, wo liegt eigentlich genau der rechte Winkel und demzufolge, welche Seite ist eigentlich die Hypotenuse C. Denn nur wenn C wirklich die Hypotenuse ist, gilt der Satz des Pythagoras a² plus b² gleich c². Und noch eine weitere Anmerkung zur Aufgabe 4. Da solltet ihr ja die Formeln für bestimmte Größen herleiten, zum Beispiel für die Diagonale. Und da reicht es nicht, wenn ihr einfach aufschreibt, d² ist gleich a² plus a². Das ist schon mal ein guter Start. Aber ihr müsst das Ganze dann auch noch nach d umstellen, denn wir wollen ja d berechnen können. Also Wurzel ziehen, schon seid ihr fertig. So dass am Ende steht, d ist gleich Wurzel aus a² plus a². Das können wir noch zusammenfassen zu Wurzel aus 2a². Dann können wir das a rausholen und es bleibt übrig, d ist gleich Wurzel 2 mal a. Und dasselbe gilt natürlich dann auch für alle anderen Größen, die ihr berechnen sollt. Es gibt einige, die die Aufgaben sehr akkurat und korrekt lösen und manche, die die Aufgaben nur so halb lösen oder Fehler machen. Und um ihr alle einfach zu erreichen, bespreche ich die Lösungen zu den Aufgabenblättern hier im Video. Schaut bitte selbstständig, ob ihr alles richtig gemacht habt. Es gibt ein Lösungsblatt für das Aufgabenblatt, das in der jeweiligen Videobeschreibung verlinkt ist. Und es ist jetzt letztendlich in eurer Verantwortung zu schauen, ob ihr alles richtig gemacht habt und offene Fragen zu klären. Ich möchte, dass ihr das Thema gut versteht und in Zukunft damit sicher umgehen könnt. Und deshalb seid ihr jetzt in dieser Sache einfach wirklich mehr auf euch selbst gestellt. Und ja, meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Seht zu, dass ihr das hinbekommt. Und ansonsten, man wächst mit seinen Aufgaben. Wir haben bisher die gerade quadratische Pyramide betrachtet mit der Grundkante a und der Höhe h. Wir haben inzwischen ein paar Formeln aufgestellt, um einige Größen zu berechnen. Zum Beispiel die Formel für die Seitenkante s, die Seitenhöhe ha, die Diagonale d, die Grundfläche ag, die Seitenfläche as, die Mantelfläche am und den gesamten Oberflächeninhalt ao. Außerdem können wir jetzt auch das Volumen der geraden quadratischen Pyramide bestimmen, indem wir die Grundfläche mit der Höhe multiplizieren und davon ein Drittel nehmen. Diese Formeln solltet ihr jederzeit herleiten können. Ihr findet sie aber auch natürlich in jeder halbwegs gut sortierten Formelsammlung. Merkt euch vielleicht zumindest, dass immer wenn so ein Körper nach oben spitz zuläuft, dass beim Volumen der Faktor ein Drittel eine wichtige Rolle spielt. Das gilt nämlich noch für viel mehr Körper, wie wir heute sehen werden. Soweit, so gut. Ich hatte ja schon gesagt, dass es noch viele andere Pyramiden gibt, zum Beispiel schiefe Pyramiden, bei der die Spitze nicht genau mittig über der Grundfläche liegt und außerdem gibt es auch noch Pyramiden mit anderen Grundflächen als dem Quadrat. Wie sieht es denn da mit dem Volumen aus? Die gute Nachricht vorneweg, auch für diese Pyramiden gilt die Volumenformel ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Erinnert euch vielleicht an die Flächenformel des Dreiecks, das ist ja auch so. Der Flächeninhalt ist gleich ein Halb mal der Grundseite mal der Höhe. Die Strecke zwischen zwei Punkten bildet also die Grundseite und der Abstand des dritten Punktes von dieser Seite ist dann die Höhe. Es ist also ganz egal, wo der dritte Punkt liegt, ob der genau mittig liegt oder ob der ein bisschen verschoben ist. Entscheidend ist der Abstand zu dieser Grundseite, also die Höhe. Und dass sich dieser Flächeninhalt wirklich nicht verändert, egal wie ich diesen dritten Punkt verschiebe, das kann man sich ganz gut vorstellen, indem man das Dreieck in viele kleine Streifen zerteilt. So wie wir es beim letzten Mal auch mit der Pyramide gemacht haben. Nur haben wir diesmal keinen Quaderstapel, sondern ein Stapel aus Rechtecken. Und der Flächeninhalt dieser Rechtecke ist also ungefähr derselbe wie der Pyramide. Und jetzt ist es ganz egal, wie wir die Spitze verschieben, nach links, nach rechts, der Flächeninhalt bleibt derselbe. Und dabei ist es ganz egal, ob die Rechtecke schön mittig übereinander liegen oder ob die Spitze verschoben ist. Das gleiche gilt nun auch für die Pyramide und ihr Volumen. Wenn wir die Spitze verschieben, bleibt auch das Volumen der Pyramide gleich. Man kann das Ganze sogar noch weiter fassen und zeigen, dass das Volumen auch dann gleich bleibt, egal wie der Körper jetzt konkret aussieht, solange die Flächeninhalte in jeder Ebene unverändert bleiben. Und in jeder Ebene heißt, in jeder Schnittebene parallel zur Grundebene. Wenn ich also zum Beispiel die Spitze verschiebe, bleiben ja alle Schnittflächen gleich groß und damit auch das Volumen. Wenn ich die Grundfläche in ein gleichseitiges Dreieck umwandle mit demselben Flächeninhalt, dann bleiben auch die Schnittflächen alle gleich groß und damit auch wieder das Volumen.
So, und wer jetzt aufgepasst hat, kann sich schon denken, was das für die Kegel bedeutet. Auch hier gilt natürlich, wenn ich jetzt als Grundfläche statt einem Quadrat oder einem Rechteck einen Kreis nehme mit demselben Flächeninhalt, dann werden auch alle Schnittebenen wieder denselben Flächeninhalt haben und somit gilt auch hier, dass diese beiden Körper dasselbe Volumen haben müssen. Und diesen Satz nennt man den Satz von Cavalieri bzw. das Prinzip von Cavalieri. Zwei Körper besitzen dasselbe Volumen, wenn alle ihre Schnittflächen in Ebenen parallel zu einer Grundebene in gleichen Höhen denselben Flächeninhalt haben. Und das heißt etwas ausführlicher ausgedrückt, wenn ich zwei Körper habe und die haben dieselbe Grundfläche und sie haben dieselbe Höhe und sie haben in jeder Schnittebene parallel zu dieser Grundfläche denselben Flächeninhalt, dann haben diese beiden Körper auch dasselbe Volumen. Es gilt also für jede Pyramide, egal ob gerade oder schief, egal ob mit quadratischer Grundfläche oder nicht, das Volumen ist gleich einem Drittel der Grundfläche mal der Höhe. Und dasselbe gilt nach dem Prinzip von Cavalieri dementsprechend auch für Kegel. Das Volumen ist gleich einem Drittel der Grundfläche mal der Höhe. Tja, wie berechne ich denn die Grundfläche eines Kegels? Die Grundfläche des Kegels ist ein Kreis. Damit lautet die Frage, wie berechne ich den Flächeninhalt eines Kreises mit dem Radius r? Und ich höre euch schon nervös blättern im Mathehefter der 8. Klasse, um nachzuschlagen. Andere wissen es vielleicht auch noch. Diese Formel solltet ihr auf jeden Fall drauf haben, denn ihr werdet sie noch oft brauchen. Zum Beispiel im Aufgabenblatt für dieses Video, das ihr wieder in der Videobeschreibung verlinkt findet und dessen Lösung ich wieder gern bis kommenden Freitag hätte. Also, ciao, viel Erfolg und alles Gute.